Sonntag erst hat Arminia Bielefeld mit dem 3:3 beim FC Bayern auch international für Erstaunen gesorgt. Schon geht es für die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus am Freitag, 20.30 Uhr, live. Der Kicker, eröffnet der Aufsteiger den 22. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg nach dem überraschenden 3:3 gegen die Bayern. Arminia-Trainer Uwe Neuhaus sieht sein Team gegen Wolfsburg vor einer ähnlich wie Imago-Images. Die Pause ist kurz. Ausreden gibt es für Uwe Neuhaus dennoch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass das kein Problem sein darf für einen Profi, sagte der Trainer mit Blick auf seine Mannschaft, die nach dem Punktgewinn in München direkt wieder daheim gegen die nächste Top-Mannschaft gefordert ist. Für den 61-Jährigen die nächste hohe Hürde. Den VfL stellt Neuhaus absolut auf eine Stufe mit den Bayern. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die zurzeit am allerbesten in Form ist. Beim 1:2 im Hinspiel schnupperte die Arminia am Ende sogar am Remis. Jedoch ist der Gegner vom Freitag mit dem aus dem Oktober kaum noch zu viel. Die Wolfsburger haben sich nochmal deutlich gesteigert, sagt Neuhaus und prophezeit, das wird definitiv mindestens genau die gleiche schwere Aufgabe wie immerhin. Personell kann der Trainer fast aus dem Vollen schöpfen, einzig der angeschlagene Cebio Suko. Was bedeutet, dass der rechte Flügelspieler Rizudon, der in München mit einer leichten Innenbandzerrung ausgewechselt werden musste, zur Vogelsammer überzeugt beim Comeback auf der rechten Arminia-Seite feierte wiederum Andreas Vogelsammer ein überzeugendes Comeback. Nach langwierigen Verletzungen und zuvor nur 3 Einwechslungen in dieser Saison stand der Offensivmann erstmals in der Startelf und glänzte als Vorbereiter zum zwischenzeitlichen 3:1 durch Christian Gebauer, als er Bayerns Rechtsverteidiger Bonasar ganz alt out. Die Art und Weise, wie er gespielt hat, mit der Torvorlage, wird ihm sicher Auftrieb gegeben haben, hofft Neuhaus und stellt dem 29-Jährigen für Freitag praktisch einen Freibrief für die Startelf aus. Ich glaube, es ist besser, ihn von Anfang. Ich denke, dass er morgen anfängt, um dem nächsten Top-Team das Leben so schwer wie möglich zu machen. Thomas Hiete, so lange laufen die Verträge der Bundesliga.